Hallo Leute und willkommen zu der letzten Folge wahrscheinlich von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Heute machen wir die ganzen Porträts als erstes. Jetzt gehen wir shoppen. Hallo. Ja, ich will das kaufen hier. Oh, hätte ich nicht erwartet. Ja, will ich kaufen. So, wie viel Bohnen? Also Kesselkuchen, na gut. Dann kostet das eben Kesselkuchen. Ja, bla, blub. Ja, ist gut. Ich kaufe jetzt alles. Also geht weg. Oh, das wird immer teurer. Shit. Vielleicht müssen wir später nochmal kommen. Das wird immer teurer. Shit. Ja, ich nehme es. Ja, ich nehme es. Mit Bohnen, na gut. Kaufen wir. Für das letzte haben wir jetzt kein Money mehr. Wie viel kostet das denn? Das kostet 30. Okay, das machen wir dann ganz zum Schluss erst. Erstmal gehen wir dann in die verschiedenen Dinger rein. Genau, das haben wir auch freigeschaltet. Die gehen natürlich auch nicht. Nicht ernsthaft, oder? Okay, dann müssen wir uns wohl durch jede Tür cheaten. So, die haben wir freigeschaltet, weil der was gesagt hat. So, hier gibt es ziemlich viele Bohnen, wie es scheint. Aber wir wollen eigentlich nur die Bildkarten jetzt haben. Ach so, und die Kesselkuchen natürlich auch. So, hier gibt es natürlich Viecher. Das sind easy. Easy peasy. Solange Hermine jetzt nicht... Oh, Hermine. Und Ron auch noch, ne? Nur die Spacken natürlich. Oh, genau. Alter, Ron ist ja fast tot. Was machen die denn? Das sind doch nur ein paar Viecher. Wir haben die Wichtelplage doch auch hinter uns gebracht. Die sind echt schlecht, oder? Alter, sind die schlecht? Mein Gott, gibt es ja auch Geheimnisse? Nein, natürlich nicht. Ja, wie mache ich die Kiste denn auf? Na gut, dann ignorieren wir die Kiste oder so. Hä? Oh, hä? Was? Das war, glaube ich, die falsche Richtung. Probieren wir es nochmal. So. Jetzt geht die eure Kiste auf, oder? Ja, ja. Oh, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Huch, Ron hat doch gar nicht gezaubert. Buggy-Spiel, Scheißspiel. So. Alter! Okay, so kriegen wir die Kesselkuchen ziemlich schnell zusammen. Achso, hier gibt es noch Bücher, na gut. Ich habe mich schon gewundert, wie die Kiste jetzt aufgeht. Ja, komm schon. Oh, wollen die nicht angreifen oder so? Scheint wohl nicht. Ah, jetzt. Ja, ja. Jetzt geht die Kiste natürlich auf. Und die Bohnen zeigen den Weg dann. Ah, die Bohnen. Hier muss auch noch ein richtig fettes... Alter. Und die Bildkarte, die wir gebraucht haben. Oh Gott, wir haben ja schon fast alle Kesselkuchen, die wir brauchen. Oh Gott, das ging viel zu schnell. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Na gut, das war es aber auch, glaube ich, schon hier. Bildkarte haben wir, also gehen wir zurück. So, hier ist das nächste. Bauchnabel ist das nächste, okay. Cheaten wir uns hier mal rein, wieder, wie immer. Ja, ja. Jetzt ist aufgegangen. Okay. Oh nein, oh. Was ist mit Ron jetzt los? Und Hermine? Die wollen nicht mitkommen, verstehe ich natürlich. Mit Harry würde ich auch nicht freiwillig mitkommen. Wahrscheinlich zwingt Harry dir immer eigentlich. Na los! Müssen die immer so lange bauen? Ja, genau. Jetzt läuft der eine nicht einfach da rein. So. Oh. Natürlich. Und hier gibt es wahrscheinlich ganz viele Bohnen und so weiter. Oh, ganz viele Bohnen. Oh, was ist denn hier? Aha. Hä? Hier gibt es Geheimnisse, okay. Also gibt es die manchmal doch hier Geheimnisse. Und eine Bildkarte. Die haben wir gesucht. Dann haben wir auch alles. Dann können wir noch mal in Fred und George's Laden und dir das letzte Teil kaufen. So. Ja, ja, noch nie getestet. Bla, bla, natürlich, ich gehe jedes Risiko ein. Jetzt gib her. Kein Problem. So, dann haben wir auch alle Passwörter schon. Das ist natürlich nice. Tschüss. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch gar keine Kesselkuchen mehr, weil das war, glaube ich, der einzige Nutzen von den Kesselkuchenteilen. Das ist natürlich jetzt useless, dass wir noch mehr haben. So, dann gehen wir direkt hier rein. Hier ist das nächste Ding. Geht das auf? Ach, das gehen die jetzt alle wieder auf? Das ist ja natürlich nice. Okay. Was gibt's denn hier? Wahrscheinlich wieder Gegner oder so. Irgendwie ist die Kamera hier gerade ganz komisch. Die Kamera ist hier irgendwie immer komisch. Komisch, dass das immer komisch ist. Aha. Okay, gibt's hier wieder ein Geheimversteck? Nö, hier gibt's kein Geheimversteck. Na gut. Dann rushen wir einfach mal durch, bis wir die Bildkarte haben. Ah, ja, ja. Hey, habe ich das nicht getroffen? Willst du mich verarschen? Und das habe ich auch nicht getroffen? Wieso treffe ich denn nichts mehr? Naja, egal. So, ja, ja. Oh nein, da waren Bohnen. Wir haben Bohnen übersehen. Nein.
Und auch. Oh, ja, Kitzelkuchen brauchen wir jetzt kein bisschen mehr. Geht's hier wieder zurück? Nee. Schade, müssen wir gleich eine extra Runde drehen. Macht aber auch nichts. Hm, hier auch noch. Oh Gott, nicht ernsthaft, oder? Wie viele sind denn hier? Alter, willst du mich verarschen? Wieso sind hier so viele Sachen, die wir überhaupt nicht mehr brauchen werden? Oh Gott. Na gut. Ich nehme es einfach mal an. Hier auch noch. Alter, so viele. So viele. Habe ich hier. Wieso? Oh. Harry, please. Harry, bitte. Bitte. Alter, jetzt muss ich wegen Harry hier richtig lange warten wieder. Hab wieder toll gemacht, Harry. Und wofür so viele Kesselkuchen? Wofür? Wofür? Und hier ist die Bildkarte, oder? Hab schon. Oder ein Dementor. Ah ne, die Bildkarte. Okay, dann haben wir alles. Ja, ja, so gefährlich. Ja, blub. Was soll ich dagegen tun? Ah, oh mein Gott, so gefährlich. Ja, blubblubla. Treffen die hier auch oder so? Wollen die gar nicht schießen, treffen? Na, egal. So, wir haben alles. Und, alter, Bohnen. Überall Bohnen. Also mit Bohnen haben die ja echt nicht gespart. Das muss man denen lassen. Okay, dann wollte ich hier natürlich noch ein paar Bühnchen mit einsammeln und dann haben wir alles und gehen wieder zurück. Das ist natürlich hier. Harry, komm hierher. Bla, bla, bla. Hey, Harry, komm her. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Und die backt schon wieder rum. Also. Bla, bla, bla. Ah, jetzt. Ich muss irgendwie in der stehen, damit die sich öffnet. Ein bisschen dumm. Aha, was sind. Oh, da haben wir schon die Bildkarte. Okay, okay, ich werde wieder. Okay. Also. Ja, okay. Aha, was ist das denn? Was macht das denn? Ach, noch mehr Bohnen. Na gut. Noch mehr Böhnchen. So. Oh, was ist das denn hier? Nochmal? Noch was? Alter, willst du mich verarschen? Ja gut, dann gehen wir hier einfach hoch und dann haben wir auch alles. Die Bildkarte haben wir ja direkt. Ja, alles schon. Wir haben alles. Gut. Nächstes. Hier ist noch eins. Hm, genau. Das sage ich auch immer. Huch, achso. Wieder Ladescreen und sind wir wieder alleine. Was anscheinend. Ja. Würde ich auch machen. Also ich würde auch nicht mit Harry so alleine hier in einem Raum sein. Wäre schon mir ein bisschen peinlich. Oh nein, oh. Los macht. Ich habe nicht ewig Zeit. Oder etwa doch? Nee, habe ich nicht. So, und. Nice. Oh, ich dachte, ich kriege ihn auch noch. Na gut, dann nicht. So, tot. Was ist hier drin? Hier ist ein geheimes Versteck. Nö. Aber was ist da drin? Alter, ist da viel drin. Und hier auch noch. Wusch. Wusch. Ich mag, dass das in dem Spiel so viel ist. So viele Collectibles. So, oh nein, ah, wie soll ich die denn besiegen? Blabiblub. So gefährlich. Ah, oh nein, Gott. Und alle sind weg. Genau jetzt. So, die kann man nicht anzaubern, also geht's direkt wieder weiter. Und noch ein Kesselkuchen und die Bildkarte. Nice, wir können wieder zurück. Dupdi-dupdi-du, auf zum nächsten. Hier ist das nächste. Luftballon ist das nächste. Und was ist hier drin? Aha. Jetzt sind wir auch mit den anderen Spangen wieder unterwegs. Na gut. Lumos. Oh. Die Wand. Die unauffällige Wand ging hoch. Okay. Was muss man hier bloß machen? Ich bin gespannt. Ich weiß echt nicht, was man hier machen soll. Das ist echt schwierig hier. Was ich hier machen muss, ist. Alter. Wow. Ob was passiert, wenn ich alle wegmache? Ich glaube nicht. Nee. Nichts passiert. Na gut. Und. Oh. Es ist doch was passiert. Oh mein Gott. Hätte ich nicht erwartet. Und hinter uns ist auch was geöffnet. Ja, 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 ne? Du wolltest mich verarschen, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. So, da ist die Bildkarte nämlich, die wir brauchen. Okay. Das hätten wir wohl fast übersehen. Hä? Ja, genau. Setz da einfach irgendwas hin, obwohl ich da gar nicht war. Fies. Und hier kommt man wahrscheinlich einfach nur zurück. So ein Prank. Tatsächlich. So ein Prank, wenn man das übersieht. Ah, richtig nice gemacht. Na gut, gehen wir zum nächsten. Funktioniert immer noch nicht. Okay, gehen wir hier mal einfach mal rein. Für wahr. Oh Gott, hier wird es gespeichert. Na gut. So, da ist die Bildkarte ja schon. Das sollte. Oh. Ich dachte schon, das war's, aber nee. Natürlich nicht. Was gibt's hier? Aha. Och, nee, ne. Muss natürlich wieder öfters öffnen aus irgendeinem Grund. Und Harry, Hermine und Ron kommen mit. Das heißt, hier ist vielleicht was Schwieriges. Vielleicht muss man hier kämpfen oder so. Och nee, nicht schon wieder. Wieso muss man die immer zweimal öffnen? Ist das nicht nervig?
Ich finde das ziemlich nervig. So. Ist ja auch egal. So. Kesselkuchen. Die brauchen wir jetzt noch. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Kesselkuchen mehr. Mensch, ey. Gut, gehen wir wieder zurück. Und da ist die Bildkarte. Die brauchen wir. Hurra. Nehmen wir die noch für extra Kämpfe und so weiter. Oh nein. Wie sollen wir die bloß besiegen? Oh nein, hinter uns ist auch noch was. Und alle besiegt. Yay. War's das? Ja. Ach, nicht ernsthaft, oder? Was ist das denn jetzt hier plötzlich? Ja, genau. Jetzt wollen wir noch eine extra Runde drehen, um nochmal alles zu bekommen. Na gut. Wenn die unbedingt wollen, dann mache ich das auch noch. Hui. Und da auch noch. Oh, das war skillerig. Und da. Ah, schade, hier auch nicht. Habe ich nicht so skillerig bekommen. Gut, das war eine kleine Selection. Geht das auch wieder auf? Oder sind wir jetzt gefangen hier? Soll das auf sein? Ist das wieder buggy oder so? Sollen wir... Ich cheate mich mal raus, weil... So. Fürwahr. Ja, die Tür ist wieder verpackt. Hey, Harry, ja, ja, ja. Dann gehen wir hier mal rein. Gesundheit. Gesundheit? Was? Hat jemand genießt? Gesundheit. Man weiß es nicht. Ach, jetzt ist die Tür auf. Okay. Speichern wir hier. Lumos sind das hier. Oh, ich sehe schon. Sehr gefährlich hier. Ich töte das Ding schon mal. So. Das Ding wollte ich auch töten. So. Oh, das kann man wieder öfters öffnen. Okay. Vielleicht ist da ja... Nee. Nichts Nützliches ist da drin. Aha, aha. Ja, sehr gefährlich. Oh nein. Jumpscare und so weiter. Blablablub. Das war's schon. Das, bitter war das. Keine Herausforderung für mich. Und ja, wenn die schon direkt davor beim Eingang sind, dann ist ja das auch nicht schwer. Weiter geht's. Ja, ich will natürlich auch alles einsammeln. So, war's das schon? Nee. Oder? War's das schon? Sie verarschen? Das war's doch noch nicht. Fehlt ja noch. Nee, das war's noch nicht. Da kommt bestimmt noch was. Okay, auch nicht. Oder doch nicht. War's das schon? Haben wir jetzt alles? Wie viele Bildkarten haben wir denn jetzt? Da fehlen uns noch einige, glaube ich. Noch Tierwesen-Bildkarten. Wie kriegen wir die denn? Aha, ja, da fehlen uns noch zwei. Ich weiß auch nicht, woher wir die jetzt bekommen sollen. Aber waren wir jetzt in einem Porträts drin? Ja, okay, das war's dann wohl. Dann müssen wir wohl den Rest jetzt kaufen. Ja, ja, äußerst wertvoll. Jetzt gib sie mir einfach so. Kaufen. Ich kaufe es. Okay. Und die nächste. Das solltest du dir kaufen, Harry. Alle ja, mach. Ja, will ich kaufen. Doch auch. Oh Gott, dauert das jetzt echt zu lange. Okay, geht in Ordnung. Und die auch noch. Ja, ich nehme es. Die auch noch. Das kaufe ich. Die auch noch. Geht in Ordnung. Und die hier. Das nehme ich. So, und dann gibt es ja auch noch natürlich andere Händler. Die sprechen wir jetzt mal an und kaufen da alles auf. Oh, hier ist schon der erste. Möchtest was verkauft du eine denn? Sammelkarte ja, natürlich kaufen, will ich Sammelkarte kaufen. Jetzt gib her. Ohne 25 ist er billig. Oh, der hat direkt noch eine, kaufe ich. Oh, der hat direkt noch eine, cool, nehme ich. Oh, der hat noch eine, kaufe ich. Brauche ich, kaufe ich. Nice, ey, kaufe ich. Oh, nice, nehme ich. Nice, ey, nehme ich. Geil, nehme ich. Gute Karte. Nice, Digga, die wollte ich schon immer haben. Nice. Cool. Nice. Nice. Schön. Nett. Brauche ich. Natürlich. Ja. Was, der läuft weg? Nein, wieso läufst du weg? Nein. Nein, geh nicht weg. Nein, ich habe doch so viele Karten von dir gekauft. Wieso gehst du jetzt weg? Nein. Okay, es gibt keinen einzigen Händler mehr. Ich glaube, wir haben alles ausgekauft. Ja, wenn ich keine Karten mehr bekommen kann, dann haben Fred und Josh vielleicht jetzt wieder welche auf Lager. Oh, oh, da ist meine Karte. Ich wusste nicht, dass ich die jetzt schon bekomme. Ja, plopp. Sammle ich hier einfach rein. Huch, okay, wollen Fred und George nichts dazu sagen oder so? Da sind mehr Bildkarten, noch mehr. Nice. Ja, gut. Und, oh, keine Zeit. Okay, wir brauchen nur die Sammelkarten, sonst nichts. Nummer 2 und Nummer 3 ist hier auch direkt. Wo sind die letzten? Oh nee, jetzt müssen wir die letzten auch noch suchen. Ah, ich habe gehofft, ich muss jetzt nicht die Bildkarten suchen, aber... Hm. Leider muss ich die wohl doch suchen. Ah, da ist ja. Wahrscheinlich auf der anderen Seite dann auch noch eine. Oh, ich meine natürlich da. So, das öffne ich auch mal. Ja, bla bla bliblub. Und hier ist die letzte Bildkarte. Nice. Dann haben wir alle. Cool. Dann gehe ich ja wieder raus. Tschüss.
Ja, nice. Haben wir ja dann alles. Erstmal speichern. Und... ja, wir haben 100%, glaube ich. Hier, alle Karten, blablablub. Mal sehen. Harry Potter. Oh. Der Junge, der überlebte. Das ist ja der gleiche Text wie beim zweiten, aber ich finde das gut, dass die das auch jetzt vorlesen. Dann gehen wir jetzt mal zu Dumbledore und, ja, und Co. Und, keine Ahnung, Gonagall, genau die. So, wir haben jetzt, glaube ich, alles. Hallo! Wir haben alles, tschüss! Noch ein Blick auf die Leistungsliste? Jo. Dann mal los! Jo, alles, wir haben 100% fertig, ja, cool. Gute Arbeit von euch allen. Danke sehr, danke. Anforderungen für das dritte Schuljahr erfüllt. Oh ja. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich ausgezeichnet. Danke sehr. Tschüss. Ihr wir gehen dann mal. Stolz auf euch sein. Ich weiß. Das war wirklich mutig, was ihr für Sirius Black und Seidenschnabel getan habt. Vielleicht ein bisschen lauter noch. Tschüss. Die anderen können ja noch lernen, ne? Wir waren ja so fleißig, wir können schon früher als die anderen gehen. Glückwunsch, das ist das dritte Jahr in Hogwarts abgeschlossen. Als der Hogwarts Express ihn und seine Freunde wieder nach King's Cross brachte, fielen Harry einige Worte von Professor Dumbledore ein. Okay. Glaubst du, die Toten, die wir liebten, verlassen uns je ganz? Ja. Glaubst du, es ist Zufall, dass wir uns in der größten Not am deutlichsten an sie erinnern? Ja. Du weißt, dein Vater lebt in dir weiter, Harry. Und zeigt sich am deutlichsten, wenn du fest an ihn denkst. Nee. Oh, toller Zug. Schön rot. Und da sind schon die Credits. Yay, geschafft. Ich fand das ein bisschen nervig, dass man alle Bildkarten kaufen musste. Jede einzelne. Wisst ihr, wie oft ich diesen einen Typen ansprechen musste? Oh, habt ihr ja gesehen. Ich schneide das wahrscheinlich richtig cool zusammen. Und ja, cooles Spiel. Das vierte Spiel kommt dann natürlich eigentlich als nächstes. Mal sehen, ob ich das ganz durchspiele, weil das Spiel ist echt scheiße, kacke. Also ich habe keine schlechten Erinnerungen da, keine guten Erinnerungen daran. Deswegen könnte das schon ziemlich schlecht sein, das Spiel. Aber vielleicht war das ja auch nur früher schlecht und heute ist das ganz gut oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, auf jeden Fall ist das anders als dieses Spiel. Anders als alle anderen Spiele. Weiß auch nicht, wieso die das plötzlich so geändert haben, aber ist halt so. Ja, gut. Die Credits laufen jetzt schon ziemlich schnell durch. Und wenn ich das jetzt auch noch vorspule, wie ich das mit jedem bis jetzt gemacht habe, dann ist das ziemlich schnell wahrscheinlich, dieses Ding. Die Credits, die laufen wahrscheinlich bei euch gerade sehr, sehr schnell durch. Außer es ist gleich zu Ende, dann läuft das ganz normal durch. Ist ja auch egal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Spiel wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.